Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem neuen YouTube-Channel Izzys Zockerwelt. Mit dabei ist heute die Mega. Hallo. Und wir zocken heute Sniper Elite V2 im Koop. Du hast mich schon eingeladen? Ja. Na, tatsächlich. Öffnen. Ja, ich komme. Lobby beitreten. Wirklich? Ja. Hast du schon alles eingestellt? Schöne Bergstraße. Das ist auch wirklich das erste, ja. Ich gehe mal davon aus. Ja, 5, eine Flasche habe ich da gefunden, das passt. Meisterschütze okay. Passt auch, also ich bin bereit zum Kampf. Okay, gut. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Der Geheimdienst nannte mir mein nächstes Ziel. Dr. Kreide, ein Fachmann der Raketenmotoren. Denkt dran, dass du eine Ausrüstung oben auswählen kannst, ne? Wir glaubten, dass er Dokumente bei sich trug, die mich zur V2-Produktionsstätte führen würde, wo die anderen drei Wissenschaftler warteten. Ich hatte einen Punkt auf der Strecke gefunden, wo ich eine Falle legen und den Konvoi stoppen konnte. Natürlich wurde das Gebiet verteidigt. Ich hatte nichts anderes erwartet. Ja. Gut, Karte haben wir auch. Bewaffnung, Springfield, nee. Gewehr rein für die. Mosin Nagant, die russische, das ist mein Favorit. Ja. Die Thompson passt auch. Ja, passt auch. Kann man noch was dazu nehmen? Nein. Dann. Kann ich gerade nicht entscheiden. Ja. Weißt du, andere Frauen haben Probleme beim Schuhkauf und bei der Waffenauswahl. Kann mich nie entscheiden. Ja, das ist mir. Essen und so. Ja, das ist mir bekannt. Ja. Ich starte so. Dann, ja? Ja, kannst du machen. Ach, da ist er ja schon. Okay, Faden kurz habe ich auch. Ich guck mal, ob ich eine Reise erledigt bekomme. Ohne kann dass wir direkt markieren? Offen. Müsste mit dem Ferngas gehen, ja. Tatsächlich. Wie hoffe ich, dass ich die Tastatur richtig. Ja, die Autosackel. Wuhu! Es gibt übrigens da noch ein weiteres Spiel, nicht nur die V3, das soll ja auch eventuell auch irgendwann mal ein Let's Play, sondern Zombie Army Trilogy. Das ist so eine Mischung von Left 4 Dead und Sniper Elite. Das könnte man auch mal zocken zusammen. Ja klar, das kann man machen. Okay, zwei Stück. Das kann sein. Bist du auf. Wo bist denn du? Ah, da vorne. Ich bin vor dem Auto. So. Ich weiß ja nicht, sollen wir die erstmal in Ruhe lassen und nach links laufen? Ja, können wir machen. Ich muss wieder mit der Steuerung herkommen. Ich habe in den letzten Tagen so viel Day of the Feet gespielt. Aber Day of the Feet ist auch ein gutes Spiel. Ja, es macht Spaß auf jeden Fall, also. Da ist einer. Wo ein Scharfschütze? Oder gar nicht abgezoomt, ne? Ist hier das kein. Ist so ein blauer Punkt auf der Karte, überall. Ach, stimmt. Was blaue bin ich? Kommen wir da hinten irgendwo durch, wo du langkörst? Nein. Na super. Aber wir müssen da lang. Gut, einer ist im Haus verschwunden. Da waren aber zwei, wenn ich mich nicht täusche, in diesem Haus letztens. Ja, einer kommt jetzt wieder. Ja, der ist noch markiert, der im Haus. Ja. Ich hab noch die Pistole in der Hand zur Not. Wo bist du? Ich bin hier links, auf diesem Haufen. Wo bist du? Ich bin hinter dir, weil der Typ auf uns zukommt. Kriegst du ihn weggeholt? Oder ist er zu weit weg? Ich kann's versuchen. Aber. So. Dann, ja, der ist zu weit. Oder? Schieß. Sehen wir ja dann. Ah, verdammt. Egal, da kommt jemand, da kommt noch jemand raus. Oh, verdammt. Ah,
Ja, das ist noch ein Schaf jetzt irgendwo. Jo. Hast du ihn gesehen, wo der ist? Nein, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe schon... Irgendwo da oben. ...eine Warnung gehabt hier. Ah, okay, der trifft mich. Ich habe keine Ahnung, wo. Hast du ihn gesehen? Nee, ich habe aber seinen Schuss gesehen. Ich renne über die Straße, warte mal. Jetzt habe ich ihn gesehen. Gut, kannst du ihn abknallen. Guck, ob die Bullet Cam hier anspringt. Triffst du ihn auch? Ja, genau in dem Moment, wenn ich schießen möchte, duckt er sich. Wo ist denn der? Mach mal eine Zielansprache. Was für Dach? Ich sehe nur einen Baum vor mir. Einen Moment. Ach komm. Ey, Mega! Jetzt aber. Du kannst auch zoomen, ne? Also nicht zoomen, wer ist das hier? Fokussieren. Genau, danke. Das habe ich gemacht. Was für ein Dach ist der denn? Ich sehe den nicht. Der ist tot. Der ist jetzt tot. Na, gut. Hast du denn überhaupt noch Munition, oder? Ah, wie schlimm. Weißt du, CSGO trifft die mit einer AWP, keine Ahnung was, und hier, Du hast doch mal ein Video hochgeladen, oder? Wo du die komplette Runde mit der AWO geholt hast. Nee, ich nicht. Nee, das war Moose damals, kann das sein? Ich glaub schon. Ja, egal, ich verlinke trotzdem auf deinen YouTube-Channel nachher. Okay, ich habe auch keinen. Natürlich, du bist bei YouTube angemeldet, das reicht schon. Ey, warte, ich habe hier einen Goldbarren gefunden. Dann nimm den doch. Da, ich sehe ihn tatsächlich. Cool. Ja, dann nimm den doch, ich wollte ja nur Bescheid sagen. Müssen wir oben rum, oder was? Reise, pst. Was? Ey, der hat drei Schüsse überlebt. Einer war vom. Ja, Vorsicht, irgendwo ein Sniper oder sowas. Okay. Ich bin irgendwo hinter dir jetzt. Das ist gut. Nicht aufstehen. Okay, und haben sie irgendwo auch. Ah, warte mal, das ist die Straße, die nach links geht, oder? Ah, warte mal, der hat uns irgendwie gesehen, gerade. Ja, irgendeiner, ich weiß aber nicht wo. Ja, hinter uns Schritte, oder? In der Tat, oder vor uns. Der ist tot. Gut, ich gucke erstmal, wer uns hier gesehen hat und wo. Der war hier unten auf der Straße. Weil der hat mich gesehen und keine Ahnung. Ist dann hier hochgerannt. Wow, was war das? Ich glaube hier auf der Straße auch nochmal Tours. Oben ist auf jeden Fall ein MG. Also müssen wir eventuell aufpassen. Ja. Wo bist denn du? Hier. Gut. Rechts von dir. Okay, auf der Straße ist einiges. 5. Ich schieß einfach mal. Nein, bist du sicher? Nein. Eigentlich haben wir hier gute Deckung, also. Gucken wir auf den Dächern, aber ich kann auch mal mitgucken. Ja. Wir sollten vielleicht den im Haus eher abknallen. Dann knallt du den im Haus ab, ich guck dann auf die Straße. Einen Moment, ich guck hier noch. Sag nur, wenn du soweit bist. Na, warte mal, ich warte noch mal kurz nach, das sehe ich gerade durch Zufall. Okay. Okay, ich bin soweit. Ja, ich auch. Dann 3, 2, 1, Feuer. Und ich schieß daneben, das gibt's doch nicht. Oh, und deine Bulletcam kommt an. Ja. Eieiei. Ei, ei. In den Hals geschossen. Immerhin getroffen. Ja gut, das kann man als Fortschritt bezeichnen, das stimmt wohl.
Oh fuck, ich glaube das MG, ja das MG ist gerade hat hier los. Oh, ich bin viel zu hoch, wo ist denn der? Da ist der. Zack. Okay, Scharfschütze tot, MG-Schütze tot. Wir müssen definitiv noch ein bisschen mehr üben. Ach ja. Den anderen noch. So, Beb. So, ist noch einer. Gut. Ah, da sind noch welche dazugekommen. Ja, ich sehe sie. Am MG ist, glaube ich, wieder einer. Ich habe da irgendwo was gesehen. Mein MG ist wieder frei. Okay, ich habe gleich übelste Performance-Probleme. Okay. Knall den nochmal ab, den anderen noch. Hm. Ja, wenn du ihn abknallst, setz ich mal ganz kurz die Grafik runter. Also, das macht mein Laptop anscheinend gerade doch noch ein bisschen. Das ist aber jetzt bei mir auch pausiert. Ja, siehst du? So. Gut. Lassen wir uns erstmal auf niedrig. Ja, ich möchte die Änderung speichern. Zurück. Nochmal zurück. Okay, müssen auch wieder. Okay. Wir hätten auch auf die Gasverstellten schießen sollen. Ah, stimmt. Ah, jetzt habe ich daneben geschossen. Wegen der Erleuchtung. Okay, dann hätte ich auch noch abnehmen können. Okay, ich gehe mal raus. Ich riskiere es mal. Ja. Ach du. Du wolltest mich dran abknallen? Nein. Nein, nein. Ich frag, wo du bist. Okay. Geh mal hier ein bisschen langsamer. Glaubst du, hier ist noch irgendwo was? Ich vermute nicht. Mutter mal die Straße runter, das ist gleich auf jeden Fall was hier. Ja, das ist anscheinend der anscheinend der Shader gewesen. Also jetzt läuft gerade einigermaßen. Okay. Ich sehe nirgendwo einen Scharfschützen bisher. Na komm, weiter. Oh. Ich bin schon weiter. Okay. Ja, da kommt auch schon einer. Oh, der ist aber noch nicht da. So, da steht da am Fenster. Hier ist auf jeden Fall Munition. Ich hoffe, man sieht mich jetzt nicht, wenn ich nach da vorne gehe. Aber bei meinem Glück. Ja, so sollte ich drauf sein. Was? Ja, komm, Lucy. Was macht er denn? Der Schuss war. Ey, das Fadenkreuz war genau mittig. Genau. Ich habe extra schön viel Zeit gelassen beim Schießen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Wieso? Moment mal. Jemand, der ein ganzes zwei Magazine schon fast für einen Scharfschützen ja, braucht. Okay. Ich sag schon nicht mehr. Passiert schon mal. Ja, ja. Ist hier auf der Straße. Runter, ja? Ja, ich komme mal mit. Aber pass, ich glaube, irgendwo war hier ein Scharfschütze. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Okay. Ich habe das ja schon mal im Singleplayer gespielt. Okay. Ja, okay, hier sind auf jeden Fall welche. Ich markiere die mal.
Ja. Oh, das war eine Blume. Die brauche ich nicht zu markieren. Ich glaube, in dem Haus war auf jeden Fall mein Scharfschütze irgendwo drin. Ob der jetzt immer noch da drin ist, weiß ich natürlich nicht. Ja. Oder ob der erst dann wieder kommt. Egal, knallen wir sie mal ab. Ich fange an. Warte. Okay, das hat den Kopf weggeschossen. Ja, direkt vor mir ist noch einer. Okay, hier kommen ein paar mehr. Ich hab doch eine MP. Gut. Hey! Er berät einfach mal ein halbes Thompson-Magazin. Da ist noch einer, kommt Vorsicht. Zu uns gerannt. Kommen jetzt viel mehr. Du weißt, dass du mit Steuerung, also das habe ich zumindest bei mir mit Steuerung, ein Fadenkreuz aufmachen kannst? Was kann ich machen mit Steuerung? Ein Fadenkreuz hat hier anzeigen. Also das habe ich zumindest. Ah, okay. Ja, wo ist meine P90 hin? Meine Thompson. Auf dem Weg verloren. Das ist das cool bei Death of the Feet. Du kannst den Leuten die Waffe aus der Hand schießen. Echt? Geht das? Naja, wenn du richtig triffst, dann fliegt dir die Waffe aus der Hand. Da steht da plötzlich schon mit der Pistole vor dir. Ach so, nicht schlecht. Aber ich denke mal, das hängt dann vom Server ab. Das könnte sein. Na, wo sind wir? Die Straße sieht halbwegs frei aus. Ich bin mal rübergerannt. Nix hat auf mich geschossen. Das sehe ich mal als Vorteil an. Was sollen wir in dieser Statue hier? Ich glaube bestimmt Stolpermin oder sowas aufnehmen oder Minen. TNT, alles haben wir hier. Okay. Ziegelerei. Ich glaube, die müssen wir jetzt vergraben, kann das sein? Ja, das kann sein. Platziere Ladungen auf der Konvoi-Route. Ja, sieht ganz gut aus. Ich gehe mal davon aus, dass. Ah, hier vorne ist eine Ladung. Ja. Die natürlich auch überhaupt nicht auffällt, so wie die gerichtet ist. Das sind bestimmt welche, oder? Ja, ich sehe auch schon einen. Scharfschütze oder so, siehst du keinen? Noch habe ich keinen gesehen. Ich hatte dir schon mal im Auge. Links steht einer. Ach, das kann doch nicht sein, dass es jetzt nur zwei sind. Wolltest du den rechten nicht schminken oder was? Ja, warte, ich sehe den rechten nicht mehr. Oh, da sind zwei in dem Haus. Okay. Ja, egal. Sag, wenn du kannst. Ja. Okay, dann 3, 2, 1, Feuer. Ach Gott, wo schießen wir hin? Naja, hol ihn weg. Ja, ich habe ihn schon. Nee. Okay, 3 Schüsse hat der Typ überlebt. Okay. Bringst du die Ladung an? Ja, kann ich machen. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir irgendwo hoch oder so. Ach, da war hier nicht letztens noch mal einer? Ich glaube schon. Ich nehme mal lieber die Pistole in die Hand. Ja, wir gucken einfach, oder? Ja, der hat mich damals beim Singleplayer abgeknallt. Ja, warte mal, wo müssen wir jetzt? Ah, hier.
Geh zum Aussichtspunkt. Es klingt so schön, ne? Aussichtspunkt. Ja. Schön über Berlin gucken. Sicherung. Ah, hier ist die Treppe. Okay, da pennt einer. Oh jo. Oh, ich habe sogar getroffen. Wuhu! Ja. Aber ich glaube, das war nicht der letzte. Mich. Ja, danke. Immer schön aufpassen. Ich meine, hier oben war noch mal einer. Oh, warte mal. Der Konvoi, hier ist noch jemand. Ja, sag ich doch. Ja, ich verstehe. Der hat sich irgendwie gesehen. Nein, nein, nein. Der ist hier irgendwo auf dem Dach vor oder so. Hier war auch noch einer. Ja, auf dem Dach war auch noch einer. Du hast recht. Ich hab ihn. Hast du ihn? Gut. Ja. Ich glaube, wir kamen sogar noch höher hier. Ja, hier. Hier ist noch Munition, wenn du brauchst. Okay. Ich weiß ja, dass du dich ziemlich schwer geschossen hast. Eben. Du stehst im Weg. Ja, tut mir leid. Tut dir gar nicht. Sagst du. Einer muss da hoch, links. Links? Kommt man nicht anders hin? Ja. Ohne sich das Genick zu brechen? So wie ich gerade? Ich bin runtergefallen, richtig. Warte, ich komm. Du musst zu mir. Passiert. Passiert nur dem Besten. Ja, genau. Das hast du gut erkannt. Ah, hier. Mega. Sportlich. Ja. Wieder runtergefallen. Ja, okay, doch. Doch nicht so sportlich. Ich hatte das mal für dich übernommen, ja. Ja, ja. Fertig. Da kommt sowas angefahren. Ich hoffe, ich treffe jetzt auch. Ja. Oh, fuck, warte. Zu spät, es knallt die Kübelwagen ab. Oh, Glück gehabt. Mein Schuss kam eine Sekunde zu spät an. Boah, Melanie, Wahnsinn. Ja. Welch eine Zerstörungskraft. Hm. Jetzt werden wir bestimmt unter Beschuss genommen. Ach, die, haben nein, die haben bestimmt was gemerkt. Hast du ihn? Gut. Ja. Sind nur noch die anderen Typen hier. Oh, ich muss hier so ein bisschen aus dem Weg, ey. Wäre von Vorteil. Oh, ohne Fokussierung. Und wieder ohne Fokussierung. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh, wow, wow. Kommt so ein fettes Vieh, also ein fetter Tank angefahren. Ich würde vermuten, wir müssen abknallen. Ich würde ja weglaufen in der Regel. So im richtigen. Aber wir können ihn auch abknallen. Da ist einer am Fenster. Hast du ihn? Gut. Ich probiere mal den Tanker unten mitzuholen. Ja, oder ich bringe mich fast um, indem ich hier runterfalle. Oder so. Ich erhole mich gerade langsam. Warte mal, ich wechsle mal die Position. Schaffst du das? Ach so. Oh, der ist sauer, der Tank. Der ist sauer? Ja, der hat mich gerade irgendwie abgetan aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht warum. Was ist für ein Puls gerade so weit oben? Ich kann nicht ruhig ziehen. Aber der kann mich mit seinem Rohr nicht treffen. Aber soll ich mal versuchen, da mal hinzuschießen? Kannst du versuchen.
Hast du ihn? Ja. Ja. Ich hatte gerade recht, aber auch geschossen. Oh, okay. Wir sollten uns absprechen, auf wen wir schießen. Jetzt will ich beide auf denselben schießen. Okay. Geh mal auf die hinteren da. Ich mal. Und schon wieder, also den, auf den habe ich gerade gezielt. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch was ist. Ich höre ja hör noch welche auf jeden Fall. Die Riegelstraße runter, den hast du, gut. Oh, hier war aber doch bestimmt noch einer. Ja. Irgendwo. Er ist hier irgendwo. Links die Straße sind noch zwei. Dann hol du die weg. Ich treffe, ich sehe heute keinen. Also du machst heute echt viel alleine. Ja, immerhin treffe ich gerade. Na gut, den Rauf will ich dir natürlich nicht versauen, ne? Kann ja im nächsten Level anders aussehen. Okay, er knallt noch irgendwo. Links. Das war ein Helmschuss. Ja. Das hat man bis hierhin gehört. Ping! Aber jetzt sehe ich keinen mehr. Ja, ich gehe mal so nur taktisch vor. Ich springe jetzt einfach mal hier runter. Auf der Straße ist noch einer. Der ist weg. Ich glaube, ich habe gerade ich habe insgesamt 3 Leute heute weggeholt. Nein. Ich habe aber mehr gezählt bei dir. Oh, cool, dass du meine Kills mitzählst. Ja, nur ungefähr. Ich habe wirklich keine Ahnung, was hier so mit der Performance auch los ist heute, also. Egal, das wird ja eventuell bald mit dem neuen PC besser. Ja, hoffentlich. Ja, natürlich. Ich taste mich mal nach vorne. Wir hätten auch auf den... Toll, auf den Tank hier schießen können, auf die Benzinleitung. Ach, schon wieder. Ja, irgendwie. Wow! Hast du alle? Ich habe auf einen 3-mal geschossen, den auch 3-mal getroffen. Und der hat 3-mal überlebt. Den habe ich. Waren nur 2, oder? Aber ich höre hier noch Schritte. Was? Oder ich habe es mir auch mal eingebildet. Das bist du selber wahrscheinlich. Ja, ich schieße auch auf meinen Schatten. Ach so. Ja, ja. Sammel du die Dokumente ein? Ich glaube, das war es dann. Dann können wir weiter. Alles frei. Lauf. Tja, Mission. Ja. Wie es aussieht, Mission geschafft. Unerwarteterweise. So, wie sieht's denn aus? Mission erfolgreich. Oh, ich habe auch nur minimal weniger Punkte als du. Nur minimal. Ich gebe dir beim nächsten Mal noch eine Chance. Ja, danke. Ja, dann war's das mit unserem ersten Let's Play auch für heute. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Guckt mal unten in die Beschreibung rein. Auch auf meine anderen YouTube-Channels. Bei Mega auf dem Channel. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.